Stille im Dresdner Stadion am Dienstagabend. Freunde und Weggefährten müssen Abschied nehmen von einem, der noch vor zwei Wochen neben ihnen gesessen und sich gefreut hatte über das 5:0 gegen Stuttgart und dessen Platz nun plötzlich leer ist. Wir haben noch zusammen Bier getrunken und haben also auch ein paar alte Kamellen ausgetauscht und gelacht und Witze gemacht. Er hatte, darf man auch nicht vergessen, doch einige Schicksalsschläge in den letzten Jahren. Dort ist die Kämpfernatur durchgekommen, wie er mit diesen Herausforderungen umgegangen ist. Es tut ganz einfach unheimlich weh. Sommer 2008. Treff mit Reinhard Häfner auf dem Hauptbahnhof in Dresden. Gemeinsam wollen wir nach Genf zu seiner Tochter. Die Zeit im Zug wird zur Reise durch sein Leben. Reinhard hat sich gerade als alkoholkrank geoutet. Mich interessiert, wie es dazu kam, dass ein Leben geprägt von Erfolg und Anerkennung derartig aus den Fugen geraten konnte. Reinhard Häfner in seinen besten Spielen war absolute Weltklasse. Also was Besseres gibt es nicht. Mit einer Einschränkung im Kopfballspiel war er nicht der Stärkste. Und eben vor dem Tor wusste er manchmal auch nicht so richtig, wie er da agieren sollte. Von Sonneberg war er einst über Erfurt nach Dresden gekommen. Aber nicht ganz freiwillig. Zu Dynamo oder zur Armee hatte man ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Die Dynamos sind gerade Meister und Pokalsieger geworden. Der junge Thüringer passt perfekt in ihr System und ordnet sich bedingungslos unter. Er war ein leicht zu führender Fußballspieler durch die Trainer. Ich habe eigentlich immer die Regeln befolgt. Bin selten ausgebrochen. Wenn, dann unter Alkoholeinwirkung. Dem Fußballer Reinhard Häfner zuzuschauen war ein Genuss. Ein Ästhet am Ball. Dribbelstark, dazu schnell wie ein Pfeil. Bei den Schwarz-Gelben wird er zum Leistungsträger und schafft auch den Sprung in die Nationalmannschaft. Wir haben ja viele Jahre auch das Zimmer geteilt, wenn wir uns vorbereitet haben auf die Wettkämpfe. Und hatten dort auch immer eine Zeremonie. Jeder hatte immer im Gepäck eine Flasche Radeberger, die wir dann kurz vorm Schlafen als Schlaftrunk zu uns genommen haben, in der Hoffnung, dass wir am nächsten Tag eine gute Leistung bringen können. Sommer 76, Reinhard Häfner krönt die Sternstunde des DDR-Fußballs mit seinem Treffer zum 3:1 im Olympiafinale von Montreal. Bereits mit Mitte 20 hat er alles erreicht, wofür man in der DDR ein Leben lang arbeiten muss. Die Ziele hielten sich in Grenzen, weil es war nicht mehr möglich. Wir konnten nicht zu einem ausländischen Spitzenclub wechseln. Wir konnten keine Millionen verdienen. Das wäre vielleicht noch mal ein Anreiz gewesen, um zu sagen, Junge, jetzt musst du noch mal eine Schippe drauflegen. Ankunft in Genf. Reinhard genießt die Zeit, die er mit seiner Tochter und Enkelsohn verbringen kann. Sie reden viel über gute und schlechte Zeiten, auch über die große Zäsur in seinem Leben 1991. Nachdem er Dynamo als Cheftrainer in die Bundesliga geführt hat, wird er entlassen und sucht zunehmend Trost im Alkohol. Dass er Eigenverantwortung übernehmen muss und selbst schauen muss, was mache ich jetzt mit mir, wie geht es mit mir persönlich weiter. Ist jetzt keiner mehr da, der mir sagt, mach das, tu das, lass es lieber sein. Und mein Vater hat sich in der anderen Rolle vielleicht auch ganz wohl gefühlt. Weißt du was? Ich eigentlich auch bin zu bequem. Das ist wirklich so gewesen. Ich habe diese Auseinandersetzung manchmal, die verbunden gewesen wären mit weitergehenden Dingen oder dass es ihr größer aufgebauscht wird. Also, ach, was soll denn das? Halte Schnauze, geh doch so weiter. Nach dem Besuch in Genf beginnen für Reinhard Häfner ganz schwere Zeiten. Er leidet unter Depressionen, dazu kommt eine schwere Nierenerkrankung, dann die Krebsdiagnose. Der Ex-Nationalspieler wird zum Kämpfer in eigener Sache. Glück ist für mich, mit meiner Tochter und mit meinem Enkel zusammen ein paar Stunden zu verbringen und sie glücklich zu sehen. Das macht mich am meisten glücklich. Und das möchte ich auch so lange wie möglich noch erleben. Im September der letzte öffentliche Auftritt. In der Nacht zum Montag verstarb Reinhard Häfner im Alter von 64 Jahren.
Sein Sitz im Stadion bleibt nun leer. Vergessen wird ihn bei Dynamo keiner.